hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Mareike. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Elena Danans Update zum Thema falsche Alien-Invasion am 11. April 2021. Was die Galaktische Föderation dazu sagt. Die eigentliche Alien-Invasion ist bereits seit den 1940er Jahren geschehen. Alles, was sich als Machtdemonstration an unserem Himmel zeigt, kann nur eine Show der Dunklen Allianz, bestehend aus Deep State, Orion-Gruppe, Reptos und deren Verbündeten, sein, um uns durch Angst erstarren zu lassen. Unsere guten Verbündeten würden sich niemals, jedenfalls noch nicht, in einem so großen öffentlichen Ereignis zeigen. Also greif zum Popcorn, denn wenn du Offenlegungen vom Deep State erwartest, wirst du einige erhalten. Hallo zusammen, Elena Danan hier. Ich nehme an, ihr habt erwartet, dass ich euch ein wenig bei diesem Thema helfen würde. Thorhan ist mit mir verbunden, also es geht heute Abend um ein Update bezüglich einer Fake-Alien-Invasion. Ihr wollt natürlich hören, was der Vertreter der Galaktischen Föderation zu sagen hat. Nun, ich hatte eine kleine Unterhaltung mit Thorhan und um ehrlich zu sein, es ist eine Weile her, seit wir uns darüber unterhalten haben. Er hat mich schon lange davor gewarnt, dass das Ziel unserer Invasoren, Besetzer und des tiefen Staates, der mit ihnen zusammenarbeitet, darin besteht, die Bevölkerung durch Angst zu unterwerfen, die menschliche Bevölkerung der Erde, indem sie unsere Schwingung so weit herabsetzen, dass sie den Geist eines jeden leicht kontrollieren können. Ich habe ja nie aufgehört, euch immer wieder zu sagen, dass Angst das Hauptwerkzeug der Dunklen Allianz ist, wie Thorhan sie gerne nennt. Das umreißt so ziemlich alles. Also werden wir sie die Dunkle Allianz nennen, was ein guter Begriff für sie ist. Sie haben uns durch Angst unterworfen. Und es mit so einer Sache zu versuchen, funktioniert bei vielen Leuten. Und dann die Leute zur Zustimmung zu bringen, sie durch Angst aufgrund einer solchen Bedrohung zu kriegen. Denn man kann eine Bevölkerung nicht dazu zwingen, sonst gibt es eine Revolution, Rebellion und mehr Erwachen. Also haben sie die Leute dazu gebracht, zuzustimmen, in deren System assimiliert zu werden, indem sie ihnen Angst gemacht haben. Nur alles, was sie bis jetzt versucht haben, hat nicht nur nicht funktioniert, sondern hat das Gegenteil bewirkt. Das Gegenteil, den gegenteiligen Effekt. Nämlich die Menschen aufzuwecken. Der nächste Schritt in ihrem Versuch, allen Angst zu machen, alle regelrecht zu verängstigen, ist seit langem geplant worden. Weil wir ihrem Geschmack nach nicht genug Angst haben und sie in Panik geraten. Und ich muss sagen, sie sind eigentlich die Verängstigten. Ob du es glaubst oder nicht, sie haben mehr Angst vor uns und unserem Leben als wir vor ihnen. Ja, also der nächste Schritt, der natürlich schon seit sehr langer Zeit geplant ist, ist der Plan B oder C oder D, eine außerirdische Bedrohung vorzutäuschen, eine außerirdische Invasion. Mit dem Ziel, alle durch Angst zu paralysieren und ihnen zu verpflichten. Dann würden alle auf den guten Retter die Regierung hören wollen, die sagen wird, ihr müsst euch jetzt ein bisschen anstrengen und einfach stereotyp wiederholen, was wir euch vorgeben und was ihr tun sollt. Denn sonst werden die Alien uns alle umbringen. Das ist also der beste Weg für sie. Der letzte Versuch, ein totalitäres System zu installieren. Jetzt erst sagt mir Thorhan, der bei mir ist, dass sie das nicht zulassen werden, weil die Galaktische Föderation gerade noch einen Gang zugelegt hat. Sie haben Operationen auf dem Mars begonnen und der Mond ist jetzt gesichert. Was ist also mit dieser gefakten Alien-Invasion? Das ist etwas, was tatsächlich vorbereitet wird. Erstens, warum sollten wir eine Alien-Invasion haben? Ich meine, die Aliens, die Böswilligen und die Gutgesinnten sind schon seit sehr, sehr langer Zeit hier und wir werden schon seit den 1940er Jahren überfallen. Und die Aliens, die Bösen, die Invasoren, Parasiten, sind schon seit den 40ern und den 50ern hier. Sie haben sich im Untergrund angesiedelt und wir wissen alle, dass die verrückte Orion-Gruppe, die Reptilianer, also sie alle bereits dort sind. Was für eine Invasion soll das sein? Die Invasoren sind ja schon da.
Okay, jetzt wollen Sie natürlich auch die anderen, die Föderation, die beiden wohlwollenden Räte, den Andromedanischen Rat und den Rat der Fünf schlecht machen. Sie haben bereits mit diesem Prozess begonnen und versuchen, der Welt zu vermitteln, dass die Galaktische Föderation zur negativen Seite gehört. Aber wir lassen uns nicht täuschen. Nein, nicht nur die Galaktische Föderation wird dies nicht zulassen, sondern wie Sorhan sagt, wenn die Dinge passieren sollen, dass eine Illusion einer Invasion erzeugt wird, dann erhaltet ihr dafür jetzt von mir ein paar Hinweise, wie man sie erkennt. Ich werde, geführt durch Thorhan, eine kleine Bilderreihe von verschiedenen Schiffstypen zeigen. Wir haben sie gemeinsam zusammengestellt, damit ihr die Schiffe der böswilligen Aliens und auf der Erde hergestellten Schiffe von den Schiffen der Föderation unterscheiden könnt. Die meisten der Schiffe, die in dieser Show und in dieser Darstellung einer Fake-Alien-Invasion spielen würden, wären entweder Schiffe der Zikar, der Orion-Gruppe, oder Schiffe, die auf der Erde von Menschen gebaut wurden, indem sie diese Schiffe der Orion-Gruppe und der Reptiloiden kopierten. Insgesamt wären die meisten der physischen Schiffe, die wir sehen würden, auf der Erde gebaute Schiffe. Ihr kennt die geheimen Weltraumprogramme des Erdmilitärs. Es gibt viele geheime Weltraumprogramme. Einige sind sinnvoll, einige sind nicht sehr gut. Kommt darauf an. Aber ein paar der Raumfahrtprogramme haben mit der Orion-Gruppe gearbeitet, um diese Schiffarten zu konstruieren. Ihr wisst, mit der Orion-Gruppe gab es den berühmten Technologieaustausch, der mit den Majestic 12 und dem MIEC, dem militärisch-industriellen extraterrestrischen Komplex. Was sie unterzeichnet haben, ist Technologie im Austausch für Entführungen. Erinnert ihr euch an diese Sache, dass Eisenhower 1954 damit nicht einverstanden war? Das war in der Tat sehr trügerisch, denn sie gaben ihnen ausschließlich die Technologie, um den Körper der Schiffe zu bauen. Aber sie gaben ihnen nicht den Warp-Antrieb, den Energieantrieb mit dem Kick. Das war das gute Zeug. Sie haben es ihnen nicht gegeben, aber trotzdem waren irdische Militärs und Ingenieure in der Lage, ein Raumschiff nachzubauen und Kopien davon zu fertigen. Das sind diejenigen, welche wir vielleicht sehen werden. Ich zeige sie gleich in dem kleinen Display. Ich werde jetzt Schiffe von verschiedenen bösartigen Allianzen zeigen und am Ende die Schiffe der Föderation, um den Unterschied deutlich zu machen. Die Föderation wird niemals, würde niemals, nicht jetzt nie eingreifen. Sie würden niemals ihr Schiff öffentlich zeigen. Sie würden nie eine Zuschaustellung machen, eine Show. Die einzigen, die das tun würden, wären die, die das Gesetz der Nicht-Einmischung brechen, weil sie nicht Teil der Föderation sind. Die regressiven Allianzen, über die wir gerade gesprochen haben. Los geht's. Okay, dieses Foto ist also ein Reptiloidenschiff, der Zikar. Ein Späherschiff. Das ist ein Foto eines Zikar-Mutterschiffs, quadratisch und rechteckig. Und hier ist ein Foto der Maitra, die großen Grauen von Andromeda. Sie sind vollkommen bösartig. Nicht gut, wieder die Maitra. Die Orion-Gruppe der großen Grauen, sehr aggressive Leute. Wir können ihre Schiffe kopieren. Ja, das hier ist die Phönixlichtform. Wir wissen auch, wie man sie kopiert. Alle Schiffe dieser Art. Auf diesem Foto ist wieder ein Schiff der Orion-Gruppe zu sehen, aber auch dieses wurde kopiert. Es ist Teil der dunklen Flotte, also etwas, das ich am Ende ansprechen werde. Auf dem nächsten Foto seht ihr das Schiff der Kilitokurt, die großen Weißen aus der Orion-Gruppe. Wir könnten auch eine Menge von diesen als holographische Darstellungen sehen. Ja, sehr, sehr negativ. Wir wissen, wie man diese kopiert und ich denke, ich werde euch noch die Kopierversion zeigen. Alles, was dreieckig ist, ist nicht gut. Auf dem nächsten Foto seht ihr eins von der US Navy, die Kilitokurt kopieren. Also diese sind grau-metallisch. Klar ist, sie sind auf der Erde gebaut worden. Dies ist ein Foto von einem und sie sind nicht besonders bösartig.
Es ist nur die US Navy. Es ist eine gute Organisation, aber ich meine, diese könnten auch verwendet werden. Auf den Fotos mit der Glockenform, ja, das ist die dunkle Flotte, die deutsche dunkle Flotte, die mit der Orion-Gruppe verbündet ist. Also gar nicht gut. Und wenn ihr das mit den drei Kugeln seht, dann ist das auch die dunkle Flotte. Das nächste Foto zeigt ein Schiff der Zeta Reticuli, die kleinen Grauen. Das sind die kleinen Grauen aus dem Territorium. Keineswegs gut. Und ja, das hier ist ein Schiff, welches zum Treffen mit den Majestic 12 im Jahr 1954 kam. Das hier ist ein Schiff der Galaktischen Föderation, ein Frachtschiff. So eines werden wir wahrscheinlich nicht sehen, mit Schiffen drumherum. Und das hier ist ein Foto mit einem echten Schiff nach plejadischem agilen Schema. Das ist ein CGI eines Föderationsspähschiffs, ein plejadisches Modell. Jetzt wisst ihr also, wie ihr diese Schiffe erkennen könnt. Also wenn die Dunkle Allianz es jetzt durch irgendwelche Tricks schaffen würde, diese Aufführung zu machen, um die Leute zu erschrecken, glaubt es nicht. Bitte sprecht darüber, fürchtet euch nicht, es ist alles inszeniert. Es ist alles inszeniert und sie werden nicht auf die Leute schießen, denn der Zweck ist nur zu erschrecken, sodass die Leute einfach ja, auf den Erlöserstaat hören und zustimmen. Nämlich einem diktatorischen, totalitären Staat. Das können sie nicht einfach so durchsetzen. Erinnere dich an das Gesetz des freien Willen. Daran hält sich jeder, okay? Man muss das Opfer dazu bringen, zuzustimmen, missbraucht zu werden, denn wenn man direkt angreift, hat man eine Reaktion. Und das ist nicht das, was sie wollen. Sie wollen keine Reaktion von uns. Sie wollen, dass wir einfach zustimmen. Oh ja, bitte, oh bitte, mach das bitte. Oh ja, wir wollen Sklaven sein. Ja, das ist das, was sie wollen. Nein, ich willige nicht ein. Angst ist nicht Teil meiner Welt und wir erhöhen unsere Schwingung. Wir warten, bis das dann vorbei ist und wir sagen, nein, ich glaube dir nicht. Das ist nicht real. Wir werden also entweder Kopien außerirdischen Schiffes sehen, die auf der Erde gemacht wurden, oder echte außerirdische Schiffe, die Teil der Show sind und mit diesen Hologrammen gekoppelt sind, die entweder aus dem Weltraum oder von der Erde aus gesendet werden. Also wenn das passiert, genieße einfach die Show, die erstaunlich sein wird. Wir werden sehen, welche Schiffe sie gemacht haben, was diese Retro-Motortechnik-Programme sind, die wir gut kennen. Habt keine Angst und schaut euch einfach die Show an. Wow, danke für die Enthüllung, Jungs. Das war's, also ich werde an dieser Stelle zum Ende kommen. Es gibt keine Invasion. Die Invasoren sind schon seit den 40er Jahren hier. Und die Galaktische Föderation kümmert sich um alles, keine Sorge. Möglicherweise wird nichts passieren. Sie werden es nicht zulassen, aber jetzt ist Krieg. Und wir wissen, im Krieg gibt es immer wieder Schwankungen. Wenn es passieren würde, habt keine Angst, stimmt nichts und niemandem zu. Schnappt euch einfach das Popcorn und genießt die Show, die erstaunlich sein wird. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.